So, hallo und herzlich willkommen im Wald zu meiner allseits beliebten Serie Gute Ideen, die eventuell die Menschheit vorm Aussterben retten und zu denen der Ben was Qualifiziertes beitragen kann. Nummer 2, falls sich der Titel, je nachdem welche Folge ihr anguckt, geringfügig ändert, liegt es daran, dass der ein bisschen schwierig zu merken ist. Aber wir behalten den bei, weil never change a running system. Außerdem haben mir ganz viele von euch, herzlichen Dank an dieser Stelle, bestätigt, dass ihr das interessant findet, und es gab reges Kommentartreiben in den Kommentaren, das war sehr schön, das hat mich sehr gefreut, und ja, deswegen machen wir damit jetzt auch weiter. Thema heute: Agroforstwirtschaft. Agroforstwirtschaft ist ein weites Feld, ha, ha, ha. Späßle. Frei nach dem Vater von Effi Briest von, wer hat es geschrieben? War es Theodor Fontane? Ich glaube schon. Der hat auch tolle Sachen geschrieben, aber leider eben, na, so schlecht ist Effi Briest jetzt auch nicht. Ist halt für einen jungen Mann jetzt nicht unbedingt gerade ein Actionfüller. Na, egal. Jedenfalls sagt der Vater da immer, wenn man ihn auf kontroverse Themen anspricht, ach, das ist ein weites Feld. Und damit ist das Thema auch schon erledigt. Das heißt, wir könnten jetzt an dieser Stelle Schluss machen. Wenn wir dann der Vater von Effi Briest wären, sind wir aber nicht, sondern besprechen das natürlich ein bisschen detaillierter. Was ich meine mit ein weites Feld ist natürlich, dass es tropische Agroforstsysteme gibt. Es gibt kühlgemäßigte Agroforstsysteme, Garten-Agroforstsysteme, die auf kleinem Raum stattfinden, ohne großen Maschineneinsatz. Und damit werden wir uns größtenteils beschäftigen, weil es für Deutschland das realistischste Szenario ist oder zumindest mengenmäßig das relevanteste Szenario: Baumstreifen auf einem konventionellen Acker. Theoretisch dürfte es auch ein Bioacker sein, aber im Wesentlichen ist einfach von der Masse her die konventionelle Landwirtschaft, die sogenannte, eher interessant. So, und auf der bringen wir jetzt Baumstreifen aus. So, und wie sieht das dann aus? Ich versuche euch da ein paar Bildchen zu einblenden. Danach dürft ihr auch gerne wieder weggucken und mir nur Audio zuhören oder nebenbei spülen gehen oder sonst wie. Wer aber Spaß daran hat, dass hier jemand hockt und mit euch redet, dann dürft ihr selbstverständlich auch gerne weiter auf den Bildschirm schauen. Aber wie gesagt, jetzt ein paar Bilder. Ich beschreibe es aber nochmal für die Leute, die jetzt schon nicht mehr zugucken. Im Grunde stellt euch einfach eine unendliche Ackerlandschaft vor, soweit das Auge reicht, nur Weizen von mir aus. So, und jetzt zieht ihr schön im Schachbrett, eben nicht im Schachbrettmuster, sondern liniert, wie liniertes Papier, durch unsere Weizenlandschaft alle 40 Meter von mir aus einen 10 Meter breiten Baumstreifen durch. Ja? Das ist nur ein Beispiel. Größenordnung kann stark variieren, je nachdem, was man haben möchte, je nachdem, in welcher Region man sich befindet. Aber wenn wir uns das jetzt so mal vorstellen, wir fangen also an, durch unser Weizenfeld zu schlendern und die Hand über den Weizen streifen zu lassen, wie Russell Crowe und Gladiator, wenn er dann, Spoiler, nicht mehr ganz so lebendig ist und ins Jenseits hinüberdümpelt. Ne? Mist, habe ich jetzt verraten, dass er am Ende möglicherweise ins Jenseits hinüber... Na, das tut jeder am Ende. Das ist also nur ein kleiner Spoiler. Der Film ist uralt. Ich denke, das darf ich verraten. So, egal. Jedenfalls, da schreiten wir jetzt also über unsere Weizenlandschaft und stellen uns eben vor, wir sind jetzt genau 40 Meter durch unsere... Also rechtwinklig zu unserem quadratischen, gigantischen Weizenfeld von, sagen wir mal, 10 mal 10 Kilometern. Sind wir jetzt rechtwinklig reingelaufen und sind 40 Meter weit gekommen und jetzt stehen wir plötzlich in einer Baumreihe. Die ist 10 Meter breit, da latschen wir durch, dann latschen wir wieder 40 Meter durch unser Weizenfeld und kommen wieder in eine Baumreihe. Und dann geht das immer so weiter, bis wir dann irgendwann 10 Kilometer weiter am anderen Ende rauskommen und ganz viele Baumreihen durchquert haben. So müsst ihr euch das in etwa vorstellen. Das ist also immer noch ein hochsystematisches System und unterscheidet sich jetzt hinsichtlich der Künstlichkeit von einer reinen Weizenwiese, in Anführungszeichen einer Weizenmonokultur, im Prinzip nur dadurch, dass da jetzt halt zwei Sachen stehen, nämlich einmal Weizenmonokultur und eben Baumreihen dazwischen. So, das ist der simpelste Fall und nochmal, das ist am realistischsten, dass wir das in Deutschland im großen Stil bekommen werden. Historische Agroforstsysteme sind vor allen Dingen Streuobstwiesen, sprich dazwischen weidet irgendwie das Vieh und dann stehen in Baumreihen da irgendwelche Kirschbäume, Äpfelbäume, Birnbäume, Zwetschgebäume, sucht euch was aus. Ja? Und schmeißen halt zusätzlich noch Früchte drunter und ansonsten
selbst wenn man keine Tiere da weiden lässt, kann man zwischen den Baumreihen immer noch mähen und einfach Heu fürs Vieh für den Winter gewinnen und. Auch das sind schon simple Agroforstsysteme. Die gibt es ja schon. Die nehmen in der Fläche nicht unbedingt zu. Im Gegenteil, die werden häufig verwahrlosen und werden dann einfach gar nicht mehr genutzt. Die Bäume werden auch alt, gehen kaputt, müssen auch regelmäßig gepflegt werden, solche Obstbäume auf einer Streuobstwiese, sonst gehen sie relativ schnell kaputt. Und dann sind sie halt kaputt und dann kümmert sich keiner mehr drum und irgendwer erbt dann mal irgendwann und baut dann ein Hotel. Was weiß ich. Ja, also nochmal zurück. Unser System, wirklich diese streifenweise Baumpflanzungen. So, und dieses System, das haben wir jetzt hoffentlich alle kapiert, so simpel wie das klingt, kann man jetzt in mehreren Ausführungen machen und es hat in jedem Fall eine ganze Reihe von Vorteilen und der große Nachteil, der im Raum schwebt, ich möchte in dieser Videoreihe ja nur gute Systeme ansprechen, bei denen ich davon überzeugt bin, dass die toll sind für die Zukunft. Das heißt, ein allzu fetter Nachteil wird es nicht sein. Aber wenn wir angenommen 20% unserer Ackerfläche durch Bäume ersetzen, dann haben wir auf 20% unserer Ackerfläche halt keinen Ackerertrag. Das heißt, da wächst logischerweise kein Weizen, weil da wachsen ja Bäume. So, jetzt sind Bäume rein von der Rentabilität her weniger wertvoll als zum Beispiel Weizen, weil Weizen kann es im besten Fall zweimal im Jahr ernten und Bäume halt nur frühestens nach 40 Jahren, je nachdem, was das für was ist, theoretisch bei Energieholzplantagen mit Pappel auch meinetwegen alle 20 Jahre, aber das ist schon nochmal eine andere Nummer. Das Pflanzen kostet auch jeweils nochmal relativ viel Geld und die Erlöse sind gerade bei Energieholz jetzt auch nicht so gigantisch, dass jetzt der Landwirt sagen würde, boah, das ist ja super, da verdiene ich mich ja dumm und dämlich. Das sicherlich nicht. Klar, die Kosten sind dafür gering, weil man den Baum halt nicht jedes Jahr pflegen, hegen, düngen, Unkraut jäten, macht natürlich keiner schon klar, spritzen und sonst irgendwie drauf aufpassen muss. Ne? Den pflanzt und dann lässt den einfach 20 Jahre in Ruhe oder 40 oder 60, je nach System. Und ja, hast keine Kosten. Das ist also so gesehen schon interessant, aber eben bis du da mal Geld rausbekommst, das dauert lange und diese langfristigen Vorgänge, diese langfristige Denke, das ist halt was, was der Landwirt normalerweise nicht mit der Muttermilch aufsaugt, der Förster hingegen schon und hier ist halt eben die Kooperation beider Landnutzungssysteme auf einer Fläche dann entsprechend gegeben. So, also ökonomisch, wir haben 20% weniger Acker, das heißt, wir haben 20% weniger Ackerertrag erstmal. So, und in guten Jahren sorgt das dafür, dass wir 20% weniger Geld verdienen, zumindest in den ersten Jahren nach Baumpflanzung. Das kostet ja erstmal noch was und dann verdienen wir zusätzlich die nächsten Jahre immer weniger Geld und irgendwann dann mal besonders viel, wenn die Bäume halt mal fertig sind. Wie gesagt, variierende Systeme. Theoretisch könnte es ja auch ein Obstbaum sein, der dann trotzdem im Herbst jedes Mal noch einen gewissen Ertrag runterschmeißt oder ein Nussbaum oder was auch immer. Ne? Aber im ersten Moment minus 20%. So. Aber ja, das Wesentliche ist, dass wir für diese 20% weniger Weizenertrag halt durchaus was bekommen, nämlich die positive Wirkung, die diese Baumreihen auf unser Gesamtagroforstsystem in diesem Fall jetzt haben werden. Ja? Und das ist was wert. Und jetzt hängt es ganz stark davon ab, was für eine Periode wir denn als nächstes haben werden. Nehmen wir mal an, nach Anlegen des Agroforstsystems, und jetzt geben wir dem noch 3-4 Jahre, damit das ein bisschen wachsen kann, sonst ist das ja witzlos. Ab diesem Zeitpunkt, wo es dann ein bisschen gewachsen ist, haben wir jetzt eine Periode von 10 hervorragenden Jahren für landwirtschaftliche Produktion. So. Was werden wir an Verlust machen in diesen 10 Jahren? Ja, im Vergleich zu ohne Agroforstsystem ziemlich genau 20%, weil die Bäume noch nichts abwerfen und unser Acker wunderbar, super toll funktioniert. Haben uns die Bäume jetzt was genützt? Nö. Ist es realistisch, dass die nächsten 10 Jahre nach Anlage eines Agroforstsystems hervorragend sein werden und perfekt für landwirtschaftliche Produktion? Nein, ja, definitiv nicht. Die letzten 10 waren es nicht, die 10 davor auch nicht. Das schwankt immer. Es ist also eine völlige Milchmädchenrechnung, immer von besten Produktionsbedingungen auszugehen. So, und jetzt haben die mannigfaltigen Vorteile, die ein Agroforstsystem für die 80% Acker bedeutet, die wir noch übrig haben, zur Folge, dass wir in schlechten Jahren mit weniger Ernteausfällen zu kämpfen haben, aus ganz verschiedenen Gründen, die ich gleich noch aufzählen werde. Und das bedeutet, dass jemand, der nur
Weizen auf seinen 10 Kilometer mal 10 Kilometer, das sind dann 100, ne? 100 Quadratkilometer gigantischen Feld hat, der hat halt im schlechten Jahr 50%, 60%, 70% Ernteausfall und Scheiße. Ja, der Typ, der das Agroforstsystem hat, der hat zwar immer maximal 80% Erntegewinn sozusagen, aber seine Ausfälle in einem miesen Jahr dürften deutlich geringer sein als die Ausfälle von demjenigen, der nur Weizen angepflanzt hat. Plus, und jetzt dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir wirklich bereit sind, langfristig zu denken, was wie gesagt einem Landwirt nicht unbedingt eingeimpft ist mit der Muttermilch, deswegen machen es trotzdem viele. Das will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass der Landwirt irgendwie schlecht wäre, überhaupt nicht. Ja? Aber es ist halt einfach ein anderes System, man arbeitet in anderen Zeiträumen, als das jetzt ein Förster zum Beispiel tut. Trotzdem, die Bäume sind ja irgendwann dann doch was wert. Ja? Und wenn du zum Beispiel alle 20 Jahre einen neuen Traktor brauchst, dann kannst du eben deine komplette Holzernte, wenn es zum Beispiel Energieholz gewesen ist, was du da angepflanzt hast, verwenden, um dir einen neuen Traktor zu leisten. Das dürfte sogar einigermaßen aufgehen, zumindest bei gigantisch großen landwirtschaftlichen Flächen. Ja, also das ist schon auch nicht nichts. Und es hat halt eben die Ertragsminderung-Funktion. Also es mindert den Schaden in schlechten Jahren sozusagen. Ja, wir tauschen also Gewinnmaximierung, was ja die Grundprämisse der letzten Jahrzehnte der menschlichen Entwicklung gewesen ist, gegen Gewinnstabilisierung und ein stabiles System gegen ein fragiles Höchstleistungssystem, das entweder ganz oder gar nicht bedeutet. Ja, das heißt, wir werden langfristig vielleicht sogar mehr Ertrag haben als der Typ, der nur noch Weizen anpflanzt, weil langfristig eben immer mit mehr schlimmen Jahren zu rechnen sein wird. Ja, das ist eine Tatsache und zumindest müssen wir davon ausgehen. Ja. Wenn es dann mal doch so kommen sollte, dass 10 Jahre lang gut ist, ja, dann steinigt mich, dass ich gesagt habe, pflanzt Bäume. Aber die positiven Effekte, die zusätzlich haben, bekommt ihr ja trotzdem. Ihr habt vielleicht ein bisschen weniger Geld verdient, aber zusätzlich eben Folgendes. So, jetzt kommt eine lange Liste mit Vorteilen, die Agroforstsysteme bringen. Nämlich Punkt Nummer 1, und ich höre auf, sie durchzunummerieren, es sind nämlich viele. Produktdiversifikation. Ja? Kennt jeder Landwirt, kennt jeder Forstwirt, kennt jeder, der irgendwie in der Landwirtschaft tätig ist. Weil, wann immer du dem Wetter ausgesetzte Produkte erzeugst. Ja, kann es hier halt passieren, dass das Wetter oder andere Tiere oder was auch immer, die eben einen Teil deiner Ernte kaputt machen und dann bist du schlau dran, wenn es zum Beispiel der Weizenfresskäfer ist, der deinen Weizen wegfrisst, wenn du zusätzlich noch Roggen angebaut hast und der mag der Weizenfresskäfer ja gar nicht und dann bleibt dein Roggen übrig, dein Weizen ist zu 90% weg, aber du hast immer noch deinen Roggen und bist nicht pleite. Ja, anders im Wald, beziehungsweise ähnlich im Wald, wenn du so wie hier hinten mindestens mal 3 vor kommende Hauptbaumarten, das ist Lärche, Buche, Roteiche in diesem konkreten Fall hier. Nur dieser Bestand auf der anderen Seite von der Rückegasse, an der ich gerade hocke, steht noch ein Haufen Douglasien-Tannenmischwald rum mit, ja okay, der Laubbaumanteil könnte ein bisschen höher ausfallen. Moment, guckt mal schnell. Ja, habt ihr gesehen, ne? Also es gibt keinen Laubbaumanteil quasi. Egal, trotzdem stehen hier auf kleinster Fläche mindestens 10 verschiedene Baumarten rum. Sollte also der Douglasienfresskäfer kommen, dann hast du noch 9 andere Arten übrig als die Douglasie, die dir gerade weggefressen wurde. Das nennt man Produktdiversifikation. Das ist in allen landwirtschaftlichen Systemen inzwischen was, was jeder, der das lernt, mit der Muttermilch aufsaugt, weil man halt eben nie weiß, ob denn jedes Jahr gute Produktionsbedingungen herrschen werden, beziehungsweise wann das nächste Unwetter kommt, Beispiel Niedersachsen mit den Starkregenereignissen, Beispiele davor, Dürreereignisse durch Gesamtdeutschland, war auch nicht gerade zuträglich der Produktivität von landwirtschaftlichen Systemen. So, also ganz wesentlicher Faktor, je unterschiedlicher, je mehr Einkommensquellen, desto besser. Viele Landwirte haben ja zusätzlich noch eine Biogasanlage, wo sie dann ihre Schweinescheiße vergasen sozusagen und daraus Energie gewinnen können, entweder zu den eigenen Betrieb oder zum Verhökern. Verschiedenste Einkommensquellen, so gut es geht. Oder halt noch ein paar zusätzliche Photovoltaikflächen auf dem Kuhstall etc. Ja, also ganz viele, je mehr Systeme da sind, desto geringer das Ausfallrisiko, dass man dann irgendwann vollständig pleite ist, wenn irgendwas schief geht. So, dann erhöhte Artenvielfalt. Ne? Erstens im Baumstreifen.
allein die Tatsache, dass da schon mal zwei Pflanzen vorherrschend sind, mindestens zwei Pflanzen für das Gesamtsystem, anstatt eben nur Weizen, Weizen und Pappel. Ne? Erhöht schon mal die Biodiversität um 100%. Ja? Und das ist schon mal allein, das ist schon mal schön. Außerdem, wir haben nicht nur die Artenzahl verdoppelt, wir haben auch die Zahl der Ökosysteme, die in der Landschaft vorkommen, verdoppelt. Wir haben nämlich einmal Weizenfeld und wir haben Pappelstreifen. Und wenn wir zweierlei Ökosysteme haben, dann verdoppeln wir nicht nur, sondern verachtfachen Minimum die Artenzahl, weil halt eben gerade im Pappelstreifen durchaus noch einiges leben kann, was im regelmäßig vergifteten Weizen nicht so wirklich Überlebenschancen hat. Jetzt mich nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen konventionelle Landwirtschaft. Pflanzenschutzmittel sind erforderlich, damit wir alle satt werden, zumindest Stand heute. Und da möchte ich auf keinen Fall irgendeinem Landwirt jetzt vorwerfen, dass er böse ist, weil er Gift spritzt. Das ist notwendig, schlicht und ergreifend. Stand heute. In Zukunft wird das vielleicht mal anders sein. Wie viel man davon spritzen muss, können wir uns auch überlegen, beziehungsweise kann man darüber diskutieren. Aber dass es notwendig ist, das ist so. Der Biolandwirt macht auch ein bisschen was in die Richtung. Ne? Und wenn nicht, nimmt er halt einen enormen Minderertrag in Kauf. Damit könnte man dann die Welt nur recht schwierig ernähren, beziehungsweise nur, wenn alle Veganer wären. Und das ist halt einfach unrealistisch. Schlicht und ergreifend, das wird nicht passieren. Da sind sich auch alle entsprechenden Weisen einig. Ja? Weil so sture Böcke wie ich einfach keinen Bock haben, Veganer zu sein. Und wir sind die Mehrheit. So, neben dem Baumstreifen, zwischen Baumstreifen und Acker, gibt es noch 1 bis 2 Meter, die der Mähdrescher nicht platt macht, weil er nicht zu nah an die Bäume ran will, weil dann der Mähdrescher möglicherweise kaputt geht oder die Bäume beschädigt werden, was auch blödsinnig wäre, weil dann machst du regelmäßig deine Bäume kaputt, dann brauchst du sie gar nicht erst pflanzen, wenn du sie ständig kaputt machst. Deshalb entsteht ein kleiner Wiesenbereich, der im pflegenden Halbschatten der Bäume sich befindet, aber auch eben nicht mehr der Konkurrenz durch den schnell wachsenden Weizen unterworfen ist, und in diesem Blühstreifen von, wie gesagt, 1 bis 2 Meter, links vom Baumstreifen, rechts vom Baumstreifen jeweils 1 bis 2 Meter, das wäre dann zum Beispiel ein wunderbares Habitat, wo ein hoffentlich anpassungsfähiger Feldhamster regelmäßig seine Höhlen anlegen kann, wenn er begreift, falls er mal alt genug wird, die haben leider eine geringe Lebenserwartung, dass da nie gemäht wird. Ne? Und dahin vielleicht umzieht. Oder da kann dann halt eben die Feldmaus, die Zwergfeldmaus insbesondere, ihre Nester anlegen. Die baut auch Nestchen in den Grashalmen im Prinzip. Früher mal ganz normales Gras, heute gerne Weizen, wenn sie kriegen kann. Aber eben dieser Randstreifen ermöglicht wirklich vielen Tieren einen Lebensraum, den sie sonst nicht mehr haben, wenn das komplette Acker ratzeputze kahl gemäht wird. Was auch wieder nicht falsch ist. Wir wollen das ja essen. Ich mag auch gern Weizen. Weizen, ne? Insbesondere in Form von Nudeln. Nudeln. Aber das ist einfach so, dass wir dadurch automatisch gleich mal 3 neue Ökosysteme kriegen. Ne? Also, beziehungsweise 3 Ökosysteme insgesamt. Normalen Weizenacker, Randstreifen, Baumstreifen. 3 Ökosysteme ist gleich erheblich mehr Artenvielfalt als nur eins. Ja? Ökologische Nischen nennt man das auch. Ja? Und ja, theoretisch haben wir dann immer noch die Arten aus dem normalen Acker, die paar, die in einem Weizenfeld tatsächlich noch leben können, beziehungsweise die halt eben in der Zwischenphase der Saat des Aufwuchses bis zum Mähen dann eben kurze Perioden haben, wo sie dann halt mal leben können. So, nächster positiver Punkt. Windschutz bei starkem Wind. Ja, tatsächlich ist es so, dass diese Baumreihen, man mag es nicht für möglich halten, aber doch eine so sehr windberuhigende Wirkung haben, dass zum Beispiel Starkwindereignisse, die den reifen Weizen reihenweise umkippen lassen, dann liegt er da, plattgedrückt auf dem Acker. Das ist meistens eine Kombi aus Regen und Wind. Ne? Aber wenn man zumindest mal den Wind ausschalten kann oder stark reduzieren kann im System, ist die Chance, dass der gesamte Weizen plattgedrückt wird und dann nicht mehr wirklich verwertet werden kann, schon mal deutlich geringer. Daher ist so ein Windschutzstreifen echt eine richtig gute Idee. Wenn der Acker gerade nicht bewachsen ist, weil ja gerade falsche Jahreszeit oder inzwischen Neuaussaat und Hochkommen der Pflanzen irgendwie Erosionsanfälligkeit durch Winderosion herrscht. Soll heißen, der Wind weht dir einfach den Dreck vom Acker sozusagen, die fruchtbaren Boden vom Acker weg und sammelt ihn irgendwo anders an, wo der Wind halt hinbläst. Das ist auch durchaus ein Faktor, der manche Großfeldanlagen, die ja keinerlei Windhindernis haben, das heißt der Wind, je länger der über den völlig kahlen Acker fegt, desto schneller wird der und
irgendwann stellt Winderosion echt einen Faktor dar, der nicht zu vernachlässigen ist. Und 40 Meter regelmäßige Baumreihen verhindern halt dieses immer schneller Werden des Windes sehr, sehr effizient. Je größer das Feld ist, desto mehr eine größere Rolle spielen diese alle 40 Meter Baumreihen. Jetzt natürlich, wir reden von zwar starkem Wind, aber jetzt auch nicht von einem Orkan mit 220 Stundenkilometern Böengeschwindigkeit, dann fallen auch die Baumreihen um, ne? Ist klar. Aber so ein durchschnittlich starker Wind, der für eine Agrarlandschaft schon ein Problem darstellt und für die Baumstreifen noch lang nicht, der wäre damit sehr effizient abgebremst. Je nachdem übrigens auch, was für Bäume man da hinstellt. Zum Beispiel Laubbäume im Winter, Birken bieten jetzt nicht so viel Windschutz, aber ein kleines bisschen auch, ne? Also das wäre der positive Windschutzeffekt bei starkem Wind. Außerdem zum Thema Wind, ganz wichtig, die Thermodynamik durch Windturbulenzen nimmt erheblich zu. Jetzt müsst ihr euch das folgendermaßen vorstellen, ne? Ihr habt normalerweise eine glatte, platte Fläche, Wind weht drüber, zack, Wind ist wieder weg. Wind hat mitgenommen, was er mitgenommen hat, aber mehr ist nicht passiert. So, jetzt habt ihr eine glatte Fläche, Bäume, glatte Fläche, Bäume und so weiter. Wenn der Wind da drüber weht, dann bricht er sich, wann immer er an einen Baumstreifen stößt, sozusagen am Baumstreifen. Es entsteht eine Verwirbelung. Und diese Verwirbelung sorgt dafür, dass der Wind halt erstmal quasi die Kurve kratzen muss, sozusagen, um entweder durch den Baumstreifen durch, das geht natürlich auch, der ist ja nicht winddicht, aber ein Teil wird nach oben ausweichen, ein Teil wird nach unten ausweichen, unten zwischen den Stämmen durch, statt durch die Krone. Wir haben also eine viel größere Winddynamik. Hier ein anderer Wind, da oben ein anderer Wind, in der Mitte nochmal ein anderer Wind, verschiedene Winde sozusagen. So, und diese verschiedenen Winde sorgen jetzt für eine höhere Strömungsdynamik. Das soll halt heißen, dass wir zum Beispiel, wenn wir am Boden, na, im Sommer brütend heiß, die Energie knallt auf den Acker, wird auf dem Acker umgesetzt, die bodennahe Luftschicht überm Acker erreicht unangenehme 45, 45, 47 Grad, sowas um den Dreh, ist durchaus möglich. Und jetzt passiert nichts, weil es gibt keinen Wind, beziehungsweise der Wind fliegt irgendwo oben über den Acker drüber und da unten mit der heißen Luftschicht passiert gar nichts. Die heiße Luftschicht trocknet also unseren Boden weiter aus und wir müssen irgendwann bewässern, was sauteuer ist, wenn überhaupt Wasser zur Verfügung steht. So, soll heißen, eine höhere Winddynamik, eine höhere Luftströmungsdynamik sorgt dafür, dass sich diese super heiße Luftschicht unten am Boden, alternativ eine super kalte Luftschicht unten am Boden im Winter, die das Aufkommen der Jungpflanzen verzögert oder gar gefährdet, dass sie die auch mal erfrieren und solche Späße. All sowas wird ausgeglichen durch die zusätzliche Dynamik, die Luftverwirbelung mit sich bringen. Die Luft wird vermischt, es entsteht keine Stauschicht einer gleichen, immer stärker ansteigenden oder abfallenden Lufttemperatur, sondern dynamische Lüftchen überall, Extremtemperaturen werden vermieden und Extremtemperaturen sind nicht gut. Also das ist ein ganz großer Vorteil, der wahrscheinlich gerade in extremen Jahren mit großer Hitze oder großer Kälte enorm hilfreich sein wird. Außerdem haben wir entlang der Baumreihen, wie gesagt, ich habe die positiven Punkte völlig willkürlich durcheinander geschrieben. Es geht plötzlich wieder um Schatten, nämlich für Halbschattpflanzen. Halbschattpflanzen sind normalerweise überhaupt nicht anbaubar in einem klassischen Agrarsystem, weil ja der komplette Acker maximal Licht abbekommt. Was normalerweise auch nicht verkehrt ist, weil die meisten Agrarpflanzen eben auch auf maximal Licht ausgelegt sind. Die Möglichkeiten, Halbschattpflanzen aber auch in einem großen industriellen Agroforst-System auszubringen, gibt es also noch gar nicht. Mit Baumreihen schon. Man kann noch schwer sagen, wozu das gut sein wird und ob wir Halbschattpflanzen finden, die unglaublich nützlich sind und den Ertrag erhöhen, aber mindestens dient es wieder der Produktdiversifikation. Schweres Wort. Das ist also auch auf jeden Fall was Interessantes. Außerdem, nächster Punkt. Schatten sorgt für geringere Verdunstung, ja? Weil einfach im Schatten, das weiß jeder, der schon mal im Schatten gesessen ist, ist es weniger heiß als in der Sonne. Damit sind die Bodentemperaturen geringer, Wasser, das im Boden noch vorhanden ist, wird verdunstet weniger schnell, ergo bleibt mehr Wasser für die Pflanzen zur Transpiration übrig. Ja? Das heißt, wir haben mehr vom Regenguss, der im Sommer runterkommt, je mehr Schatten wir auf der Fläche denn so haben.
Im Übrigen, der Schatten sorgt dann natürlich auch nochmal für einen gewissen Zuwachsrückgang bei den Pflanzen, die tatsächlich regelmäßig im Schatten stehen, bei den entsprechenden Agrarpflanzen. Wobei man sich da eben überlegen muss, wie man sein Agrarsystem, Agroforstsystem anlegt. Aber grundsätzlich kann der Schatten auch definitiv ein Verdunstungsreduktionsmittel sein. Je nachdem, was für eine Zukunft wir für realistisch halten, was für eine Zukunft der entsprechende Landwirt für realistisch hält, möchte er vielleicht gerne ein bisschen Schatten haben, um eben Wasser zu sparen, um nicht zu riskieren, dass ihm sein komplettes Feld austrocknet und er dann pleite ist. Ja, also das ist auf jeden Fall ein positiver Punkt. Wie gesagt, generell ein bisschen weniger Ertrag, aber immer Ertrag. Ja? Also ein Totalausfall wird unrealistischer. So, jetzt ist es auch ganz wichtig, dass wir uns kurz darüber unterhalten, je nachdem, in welche Richtung unsere Baumreihen zeigen, haben die einen unterschiedlichen Effekt, beziehungsweise sind sie für unterschiedliche Kleinklimazonen geeignet. Ja, also nehmen wir mal an, wir wollen jetzt unser 100 Quadratkilometer, ich weiß, das ist unrealistisch, aber unser unglaublich gigantisches Feld im Kaiserstuhl anlegen, da ist gar nicht genug Platz davon abgesehen. Ja, die wärmste Ecke Deutschlands, da wäre es jetzt eine gute Idee, zum Beispiel die Baumreihen in, also unser Feld ist ne, rechteckig, oben ist Norden, unten ist Süden und immer so weiter. Und in so einem Fall ist es grundsätzlich ja so, dass wir auf unserem Teil der Erdhalbkugel mittags, wenn es am heißesten ist, die Sonne im Zenit haben und dann steht sie wo? Im Süden. So, und wenn wir dann also einen Großteil des Tages Licht eher aus dem Süden bekommen, weil nur abends ist sie dann halt entsprechend im Westen und morgens im Osten, dann ist um diese Zeit sowieso kühler und die meiste Hitze, die meiste Lichteinstrahlung, die meiste Strahlungsenergie kommt eben aus dem Süden. So, das heißt, wir bringen unsere Baumreihen im Fall von Kaiserstuhl Beispiel in Ost-West-Richtung an. Weil dadurch fällt der Schatten von der überwiegend im Süden stehenden Sonne immer ja, nach Norden. Und das bedeutet, wir haben also quasi auf jedem unserer Ackerstreifen den Schattenwurf der Bäume aus dem Süden nach Norden, der dafür sorgt, dass ein Großteil unserer Agrarlandschaft zumindest eben teilweise unter Schatten liegt und das immer um die Mittagszeit, wenn am meisten Sonne reinkommt. Ja, wenn morgens die erste Sonne reinkommt von Osten, kann sie durch die Reihen durchscheinen. Das heißt, unsere Agrarpflanzen kriegen die wichtige Morgensonne, die ist photosynthetisch vom Wachstumsgang von Pflanzen über den Tag verteilt, übrigens auch die wichtigste. Bis zur Mittagszeit ist das meiste Wachstum gelaufen. Bei den meisten Pflanzen ist es ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was für Pflanzen man sich anguckt. Bei Bäumen ist es ganz stark ausgeprägt, dass die quasi bis mittags Photosynthese machen und den Rest des Nachmittags geht nicht mehr viel. Ein kleines bisschen noch, aber nicht mehr viel. Einfach auch, weil das Wasser verbraucht ist. Aus der Nacht wird Wasser gespeichert. Das wird bis zum Mittag rausgehauen und dann, wie gesagt, geht nicht mehr viel. Ne? Aber wir können eben die wichtige Morgensonne durch unsere Reihen leiten, über unsere Weizenreihen drüber fliegen lassen und wenn die Sonne dann mit voller Wucht, die mehr austrocknet, als dass sie nützt, im Süden steht, wirkt der Schatten, puffern die Baumreihen das ab. Na? Das ist für ein besonders warmes Klima. Wollen wir jetzt hingegen im aufgetauten Sibirien ein Agroforstsystem anlegen und da ist es halt immer noch ein bisschen kalt, dann wäre es sinnvoll, unsere Baumreihen in Nord-Süd-Richtung auszurichten, dass die Sonne, wenn sie dann am meisten Kraft hat, sprich wenn sie im Süden steht, im Zenit, durch unsere Baumreihen mit ihrer vollen Power durchleuchten kann sozusagen und unsere Agrarpflanzen, sibirischer Weizen, dann eben möglichst viel von diesem Licht dann entsprechend abbekommt. Ja? Also das sind so die funktionierenden Systeme. Je nach Kleinstandort kann man natürlich auch die Reihen in einem völlig anderen Winkel, also weder Nord-Süd noch Ost-West, sondern irgendwas dazwischen anlegen oder den Reihenabstand variieren und. Aber das sind so ein paar Steuermöglichkeiten, einfach nur ein paar simple Beispiele, weshalb man auch schwer sagen kann, jeder Acker sollte ein Agroforstsystem sein. Es gibt eben auch Acker, die haben zu wenig Licht, als dass ich irgendwie eine Baumreihe leisten lohnen würde, um Schatten zu spenden, weil Schatten gar nicht notwendig ist, weil an der Stelle der Acker sowieso nicht viel Sonne abbekommt und dann wäre ihm noch mehr Sonne wegzunehmen, um die Bäume zu versorgen, eine blöde Idee, weil es dann für landwirtschaftliche Produktion quasi gar nicht mehr reicht. Ja, also an so einem Standort ist ein Agroforstsystem dann auch eine blöde Idee. Die sind nicht immer toll. Ja?
da, wo sie Sinn machen, da sind sie toll. Aber sie machen nicht automatisch überall Sinn. Vielleicht reden wir von der heutigen Agrarfläche von 20-30%, wo man sicher sowas hinstellen könnte. Aber das sind ganz grobe Schätzwerte. Das ist alles noch sehr in den Kinderschuhen. Aber die 20-30% zusätzliche Agroforstsysteme statt normale Agrosysteme, das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, da spreche ich überhaupt nichts dagegen. Drum ist das ja auch ein Thema hier, wo wir ja nur über Positives reden wollen. Ne? Außerdem, Bäume auf dem Acker sind sogenannte Basenpumpen. Was ist das jetzt schon wieder? Ja, normalerweise hast es ja so, dass da auf dem Acker möglichst tief pflügen musst, um eben Nährstoffe, die in den tieferen Bodenschichten gelandet sind, weil sie halt einfach durch den Boden nach unten sacken, insbesondere wenn der ständig unter intensiver Produktion ist und die Pflanzenwurzeln Säuren abgeben und das ganze Zeug gelöst wird und nach unten absinkt, bis der pH-Wert tendenziell wieder ein kleines bisschen ansteigt und, spielt. Nur ein Beispiel, da gibt es viele Prozesse bodenchemischer Art, die dafür sorgen, dass Nährstoffe langsam nach unten wandern. So und durch Pflügen holt man die normalerweise wieder hoch. Das kannst du in der Baumreihe ja nicht. Das musst du in der Baumreihe aber auch nicht und du musst es auch nicht direkt neben der Baumreihe. Du kannst also insgesamt weniger pflügen. Man könnte zum Beispiel sagen, man pflügt nur in der Mitte der Weizenreihe und lässt die Ränder pflügefrei, das nennt man auch regenerative Landwirtschaft ohne Pflug, weil da die Bäume dafür sorgen, dass sie mit ihren Wurzeln ja erheblich weiter unten nach unten in den Boden reichen, als das bei Weizen, wir bleiben einfach immer beim Weizen als Beispiel, Pflanze ist ja völlig egal, der Fall ist, können die Bäume eben auch Dinge aus tieferen Bodenschichten wieder hervorfördern, nach oben transportieren, in ihre Blätter, dort verwenden, ja und dann ist der Herbst. Ne? Und dann schmeißen die natürlich ihre Blätter runter und düngen mit dem bisschen Restnährstoffe, allzu viel ist da zwar nicht mehr drin, aber dafür machen sie das jedes Jahr, entsprechend den Boden links und rechts neben ihnen, weil die Blätter fallen ja nicht direkt schnurgerade nach unten, sondern verteilen sich selbstverständlich auch viel nach links und rechts und düngen damit quasi den Acker mit. Das heißt, Nährstoffe, die eigentlich für die Agrarpflanze gar nicht mehr verfügbar sind, werden durch den Baum mittels Basenpumpe, also die Basen sind Nährelemente, ne? Aus dem Boden. Quasi, die werden nach oben gepumpt und durch den Laubfall wieder fallen gelassen, landen wieder im Boden, werden wieder nach oben gepumpt und es entsteht ein Kreislaufsystem, von dem eben auch unsere Agrarpflanzen stark profitieren. Das ist umso wirkungsvoller, je passender die Baumart, die wir da gepflanzt haben, ist. Pflanzen wir zum Beispiel Leguminosen, das könnte die Schwarzerle sein. Oder eben, was viel interessanter ist als Agroforstwirtschaftsbaum, die Robinie. Die hat halt die wundersame Eigenschaft, dass sie sogar noch Luftstickstoff fixiert. Das heißt, wir könnten mit dem Robinienlaub, was die jedes Jahr runterschmeißt, ein Stück weit sogar die ausbringbare oder ausbringnotwendige Düngermenge für unseren Ackerstreifen deutlich reduzieren, weil die Robinie gratis, wirklich 100% gratis und von selbst, ohne Personal, Material oder sonstige Kosten, einfach mal den Acker mitdüngt, ja, wie jede Leguminose das tun würde. Warum? Ich habe schon 17 Mal erzählt, aber Leguminosen bzw. Schmetterlingsblütler haben Knöllchenbakterien. Das sind Bakterien, die in Knubbeln an der Wurzel leben und in diesen Knubbeln sind eben diese Bakterien in, naja, nicht so ganz wirklich Symbiose mit dem Baum lebend. Diese Bakterien nutzen den Stickstoff aus der Luft, bekanntermaßen ist da ja fast 80% von dem Zeug drin, ja, können den umbauen, bringen ihn in eine pflanzenverfügbare Form. Diese pflanzenverfügbare Form wird dann vom Baum sozusagen gefressen, also das ganze Bakterium wird streng genommen gefressen, ne? Ein paar bleiben übrig und die müssen dann wieder wachsen und so weiter. Und der Baum nimmt das auf und hat damit quasi seine aus der Luft stammende autarke Stickstofffabrik in der Wurzel, wenn man so möchte. Ne? Also das Haber-Bosch-Verfahren direkt auf dem Acker für Umme, ohne zusätzliche CO2-Emissionen und gigantischen Energieverbrauch, die das Haber-Bosch-Verfahren normalerweise mit sich bringt. Ja? Also wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ist natürlich nur dann notwendig, wenn das ein Acker ist, der einen besonders hohen Stickstoffbedarf hat. Wenn man da zum Beispiel irgendwelche Pflanzen anbaut, die halt eben besonders eiweißreich sind. Zum Beispiel Erbsen, was weiß ich,
sind Erbsen, Linsen mindestens. So, dann wäre das durchaus ein Thema. So, dann bessere Wasserausnutzung. Gleiches Prinzip. Die Wurzeln reichen in die Tiefe, die der Bäume. Ja, normalerweise das Wasser, der Regen fällt auf den Acker, das Wasser versickert, ist durch die Phase der Weizenwurzeln durch und in dem Moment ist das Wasser auch schon weg, fließt jetzt nur noch runter ins Grundwasser, sorgt dafür, dass da zu viel Nitrat eingespült wird und fließt zum nächsten Bach und ist weg. Ne? Hilft uns also für unser Produktionssystem nicht so wirklich. Dem nächsten Bach, der freut sich vielleicht möglicherweise und man muss auch tatsächlich drüber nachdenken, das ist ein negativer Faktor, den man im Hinterkopf behalten muss, dass mehr Bäume eben auch die insgesamt den Wasserverbrauch der Fläche, so dann Wasser verfügbar ist, erhöhen. Das muss also die Landschaft auch hergeben, dass man hier nicht durch die Bäume zu einer Austrocknung führt, ne? Oder eine Austrocknung herbeiführt. Da gibt es Beispiele zum Beispiel in Südfrankreich oder in Spanien, wo eben Forstplantagen an Pflanzen zu einer größeren Austrocknung der Landschaft geführt hat, als die noch nicht da waren, weil halt solange das Wasser da ist, wachsen die Bäume. Das ist ja prinzipiell auch gut, aber das kann eben zu einer empfindlichen Störung des Wasserhaushalts einer Landschaft wohl möglich führen. Das muss man also im Hinterkopf behalten, aber nehmen wir mal an, es kommt genügend Wasser runter oder zumindest so unregelmäßig Wasser runter, dass wenn mal welches runterkommt, auch alles genutzt werden muss, dann erhöht die höhere Durchwurzelung des Bodens, einfach die Tiefe der vorhandenen Wurzeln, die Wasseraufnahme enorm, weil das Wasser fließt nicht 30 cm in den Boden und dann ist es quasi weg, sondern es muss 1,50 Meter durch den Boden zurücklegen, bis es dann für alle Wurzeln wirklich nicht mehr zu bekommen ist. Und das Schöne ist jetzt, dass die Bäume, weil ja oben schon die Weizenwurzeln sind, sich auch darauf konzentrieren werden, neben ihrem eigenen Baumstreifen, den sie natürlich vollständig durchwurzeln, ihre Wurzeln, wenn sie sie in den Ackerbereich rausragen lassen, also in die Weizenfelder hinein, dann werden die Wurzeln unter dem Weizen wachsen. Das heißt, der Weizen hat an Wasser aufgenommen, was er braucht und was er kann. Und das Wasser, das normalerweise jetzt keine weitere Funktion mehr für das Ackersystem erfüllen würde, ist jetzt das übrige Wasser sozusagen baumverfügbar, reicht um den Baum zu versorgen. Wir haben insgesamt eine deutlich höhere Wassernutzungsquote vom vorhandenen Wasser, die normalerweise nur bei, keine Ahnung, sagen wir mal 30-40% läge, die ist dann bei 80% und nur noch 20% kommt letzten Endes unten im Fluss raus. Da der Baum im Übrigen auch das überflüssige Nitrat aufnimmt, was als Düngung ausgebracht wurde für den Weizen, ist auch die Nitrateinspülung ins Grundwasser durch die höhere Wassernutzung, durch die höhere Gesamtnutzung von allen verfügbaren Nährelementen, die im Boden so unterwegs sind, quasi kein Problem mehr. Ja? Dann müssen wir uns also überhaupt keine Gedanken mehr über Nitrat im Grundwasser machen, wenn wir dann solche Systeme verwenden. Vermutlich zumindest. Ja? Ist noch nicht hundertprozentig spruchreif, aber ich glaube, das sollte funktionieren. Da steht's, geringerer Düngeraustrag ins Grundwasser, habe ich gerade erzählt. Höhere Infiltration und Grundwasser. Das ist auch ein Punkt. Ja? Je nachdem, wie die Niederschläge kommen, nehmen wir an, wir haben jetzt wie im vergangenen Herbst, Spätsommer bis gefühlt Winter, zum Beispiel in Niedersachsen, lauter Starkniederschlagsereignisse. Oder wir haben einen trockenen Sommer, in dem nur Starkniederschlagsereignisse und dazwischen drin wochenlang trocken. Sowas in die Richtung runterkommt. Das heißt immer große Wassermengen auf einmal und danach nichts. Dann ist es besser, wenn die Landschaft in der Lage ist, diese großen Wassermassen möglichst schnell aufzunehmen, möglichst schnell zu speichern, bevor sie als Oberflächenabfluss, also sprich dein Acker spült es halber weg, weil da sämtliches Wasser über den Acker fließt, Schaden anrichten und zu im Übrigen auch Hochwassern führen können und so weiter. So, und die Infiltration ist jetzt eben die Fähigkeit eines Bodens, schnell Wasser von oben nach unten abzuleiten. Und die wird besser, je mehr große Baumwurzeln da sind, die quasi Bohrlöcher in den Boden bohren, wenn ihr so wollt. Und wenn die Wurzel mal abgestorben ist, und das tut jede Wurzel irgendwann, auch solange der Baum, der dazugehört, noch lebt, werden auch mal Wurzeln absterben, dann bleibt im Boden immer ein kleines, dünnes, Wurzelkanälchen übrig, mit morschem Holz möglicherweise noch drin, das aber eben zur Infiltration, sprich zur Wasserrunterleitung, wunderbar geeignet ist, viel mehr als zum Beispiel ein verdichteter Boden. Und eine gewisse Verdichtung hat ein Ackerboden immer, weil da muss ja regelmäßig der Traktor drüber fahren. Und das führt dann also
trotz der regelmäßigen Pflügerei, das ist jetzt auch nicht so schlimm, aber es ist ein Faktor, den man eben mit der Durchwurzelung durch die Baumwurzeln entgegenwirken kann. Soll heißen, wenn es auf den Acker regnet, ist das Wasser schneller im Boden und weniger lang auf dem Boden. Und das ist in jedem Fall immer was Gutes. Auch wenn zu erwarten ist, dass danach wieder eine Dürrephase kommt. Wenn das Wasser erstmal auf dem Acker steht, verdunstet es auch sofort wieder. Stellt euch einen Sommerregen vor, 2 Stunden platter, platter, platter und danach wieder strahlender Sonnenschein. Die Pfützen auf dem Acker verdunsten sofort, das Wasser ist wieder weg, der Regen hat nicht viel gebracht. Es sei denn, es ist eben sehr schnell im Boden versickert. Also das ist eine höhere Infiltration. Das kann auch dazu führen, dass wir überhaupt eine Grundwasseranreicherung noch bekommen, wenn bei kurzfristigen Starkniederschlagsereignissen, die sowieso niemals all das Wasser für die Pflanzen nutzbar wäre gar nicht möglich. Es ist viel zu viel Wasser auf einmal. Dann möchte man es ja wenigstens bitte im Grundwasser haben, damit es zu irgendwas gut ist. Oberflächenabfluss ist nie zu irgendwas gut. Der geht in den Fluss, der Fluss bringt es ins Meer, dann ist das Wasser wieder weg, kann man nichts von. Ist für unser komplettes menschliches System, sage ich jetzt mal, völlig sinnbefreit. Richtet nur Schaden an und hilft niemandem. Wenn es aber schnell im Grundwasser landet, haben wir wieder mehr Grundwasser im Grundwasser. Ist, glaube ich, klar, was ich meine. So, dann haben wir auch eine Humusanräucherung durch Laubstreu. Die Laubstreu sorgt nämlich nicht nur für eine Basenpumpe und damit Nährstoffrückführung in den Oberboden und damit Düngung von unserem Weizen, sondern das Laub ist auch immer tote organische Substanz, ergo Humus. Und Humus ist derzeit so ein Stück weit für manche Landwirte der neue heiße Scheiß, dass sie eben Humus in ihren Ackerboden reinbekommen wollen. Dafür ist nämlich in normalen landwirtschaftlichen, konventionellen Boden wenig drin. Und durch die zusätzliche Laubstreu würde das vermutlich langfristig ein bisschen mehr werden und jedes bisschen Humus, was mehr im Acker drin ist, und da reden wir ja von gigantischen Flächen, wenn wir große Flächen mit Agroforstsystemen ausstatten, dann ist auch nur 1 Zentimeter Humus mit einem Kohlenstoffanteil von etwa 50%, bestenfalls, auf tausende Quadratkilometer halt dann doch einen ganzen Haufen Kohlenstoff, den wir jetzt zusätzlich zumindest halbwegs langfristig im Boden gespeichert haben. Zumindest so lange, bis eben wir nicht die Bäume umhacken oder das komplette landwirtschaftliche System kollabiert oder alles umgraben und was anderes draus machen und etc. pp. Ne? Aber es ist auf jeden Fall Humusanreicherung immer eine gute Sache. Der Humus sorgt dann auch nochmal als zusätzlicher Wasserspeicher dafür, dass nochmal mehr Wasser im Boden bleibt bei kurzfristigen Niederschlagsereignissen, bei stark schwankender völliger Feuchtigkeit oder kompletter Trockenheit etc. pp. Hat nur positive Auswirkungen. Es gibt keinen negativen Punkt, den Humus im Boden irgendwie hätte. Ja, jeder Boden braucht Humus. In der Landwirtschaft schwieriger umzusetzen als zum Beispiel im Walde, aber Humus immer gut. Das kann man wirklich ausnahmsweise mal pauschalisieren. Ja. Nicht immer ist er unbedingt erforderlich, aber mehr Humus ist nie... wahrscheinlich gibt es irgendwo doch auf der Welt ein Beispiel, aber fast nie schlecht. So, Starkregen und Hagelschutz, das geht zusammen mit Schutz vor starken Winden. Die Baumreihen wirken einfach ein Stück weit. Wenn der Starkregen die Baumreihe trifft, dann ist zumindest im Schlagschatten sozusagen von... Oh, das war ja eine Hohltaube. Oh, schön. Toll. Ist ein netter Vogel, ja. Sie klingt jetzt nicht besonders super, aber trotzdem ein schöner Vogel. Die wohnt in Höhlen, Baumhöhlen, Höhlenbrüder. Egal. Starkregen, also der Schlagschatten sozusagen unserer Bäume dient dann einfach dafür, dass der Starkregen zumindest in diesem Bereich nicht so viel Schaden anrichten kann. Meinetwegen sind dann noch 30 der 40 Meter Weizenstreifen verwüstet. Aber hey, 10 Meter sind noch übrig. Ja, also das ist auch ein Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist. Diese 10 Meter können zwischen Bankrott vom Landwirt und naja, irgendwie überlebe ich es noch dieses Jahr, durchaus unterscheiden. Durchaus. Ne? Also, ob du ein Viertel deiner Produktion behalten darfst oder eben nicht, das ist schon entscheidend. Kann zumindest sein. Das gleiche gilt für Hagel, selbes System. Schutz vor Winderosion bei den starken Winden, die über den Acker mit hoher Geschwindigkeit sausen, haben wir schon drüber geredet. Man kann im Baumstreifen selbstverständlich auch noch Hühner oder zum Beispiel Gänse rumlaufen lassen. Da spricht überhaupt nichts dagegen und hat dann eben nochmal zusätzlich eine Doppelnutzung des Baumstreifens, nämlich eben als fürs Biohuhn wunderbare Fläche, wo es rumrennen, picken, scharren, scheißen kann. Das sind so die Dinge, die Hühner so tun, habe ich mir sagen lassen.
Freunde von meiner Frau haben wunderbare Hühner im Garten, die da genau diese Dinge tun. Sie waren mal im Urlaub und wir haben uns ein bisschen um die Hühner gekümmert. Das war großartig. Also das macht richtig Spaß mit der Hühnerhaltung. Und diese mobilen Hühnerställe hat bestimmt jeder inzwischen schon mal gesehen. Die stehen ja an vielen Punkten inzwischen in Deutschland rum. Das ist eine super Sache. Und mit diesen mobilen Hühnerställen könnte man dann eben auch, die Baumstreifen sind auch einfach ein bisschen einzuzäunen, wenn man das dann möchte, die Hühner wirklich kilometerlang diesen Baumstreifen entlang rennen lassen und da ihre Hühnerdinge tun, die Hühner halt nun mal so tun. Und das ist eine wunderbare Integrationsmöglichkeit für eine leichte, ja, Bio-Huhn-Haltung sozusagen. Ne? Ob man dann da in diesem Streifen die Eier findet, ist eine andere Frage. Die sind dann hoffentlich aber eben in den mobilen Hühnerstall sozusagen reingelegt. Die sollten über Nacht ja eh nicht draußen sein. Das wollen sie ja auch gar nicht. Die gehen ja freiwillig rein. Und das Gleiche funktioniert auch mit Gänsen. Mit weniger Eiproduktion natürlich. Ja, theoretisch kann man auch Schweine in den Baumstreifen treiben, insbesondere wenn der Baumstreifen zum Beispiel aus nusswerfenden Bäumen besteht. Nuss im botanischen Sinne, das können also Eichen sein, das können Bucheckern sein, das können von mir aus auch Haselnüsse sein, die man eben nicht anderweitig verwerten möchte. Haselnüsse wären ja auch für den menschlichen Gebrauch ganz interessant. Theoretisch Walnüsse, da wäre es aber fast schon schade, wenn man die den Schweinen gibt. Das ist ja auch ein hochwertiges Nahrungsmittel für unser eins. Aber ja, es spricht auch wenig dagegen, eine gewisse Schweine Mast im Baumstreifen zu betreiben. Für so ein System könnte man sich dann zum Beispiel auch für 20 Meter Baumstreifen und nur 30 Meter Ackerfläche entscheiden oder alternativ die Baumstreifen nur alle 50 Meter, dafür aber 30 Meter breit und dazwischen dann halt, wie gesagt, immer 50 Meter Acker oder wie ihr wollt. Ne? Das ist wirklich ganz individuell möglich und je nach persönlicher Anpassung, je nachdem wie viele Schweine man hat, aber eine biologische Schweinemast im Herbst, damit das Schwein auch wirklich mal draußen rumrennen kann und eine gute Zeit hat, bevor es dann in den Winter der Schweinebestand reduziert wird und wir einen Haufen Wurst produzieren, das wäre durchaus eine schöne Option. Ist aus solchen Schutzgründen derzeit immer ein bisschen schwierig, wegen der afrikanischen Schweinepest zum Beispiel, sind grundsätzlich freilaufende Schweine schwierig zu halten, muss man sich große Mühe geben, dass das funktioniert, damit die nicht infiziert werden, sonst ist der gesamte Bestand zu keulen und das wäre scheiße, weil theoretisch kann man das als Mensch dann noch essen, aber wirklich verkaufen, ich würde es nehmen, aber auch nur zu einem sehr, sehr günstigen Preis, weil da bin ich dann halt auch Sparfuchs. Ne? Das heißt, es ist immer ein ökonomischer Schaden, mindestens vom ethisch-moralischen Schaden mal ganz abgesehen. Gut, langsamere Schädlingsausbreitung. Soll heißen, unser 41 Meter Streifen Weizen hat den Weizenfresskäfer, das Vieh gibt es nicht. Ne? Das ist jetzt einfach ein fiktives Beispiel, Lebewesen, das im Weizen Schaden anrichtet. So, und der Weizenfresskäfer breitet sich halt aus von Weizen zu Weizen. So, jetzt ist aber zwischen unserem Weizenstreifen A und unserem Weizenstreifen B noch unser Baumstreifen. Und der Weizenfresskäfer fliegt in den Baumstreifen und stellt fest, hier ist ja überhaupt kein Weizen. Scheiße, ich drehe wieder um. Fliegt zurück in den befallenen Weizenstreifen und im besten Fall kommen nur ganz wenige Weizenfresskäfer überhaupt auf die Idee, den Streifen zu wechseln. Den einen Streifen, den kann man sich ja abschreiben, ja? Und den mähst du dann relativ frühzeitig nieder, weil dann hat der Käfer nichts mehr zu fressen und im besten Fall geht er gleich beim Mähen mit drauf und du hast all deine anderen Streifen eben gerettet. Das reduziert also einfach wie bei jeder Monokultur. Egal welcher Schädling kann sich in alle Richtungen ausbreiten, er findet immer die richtige Pflanze, auf die er spezialisiert ist. Hast du eine Zwei-Sorten-Kultur, findet er auch zu 50% die falsche Pflanze. Und im Fall des Baumstreifens, der auch noch eine gewisse Breite hat, findet er ganz lange nicht die passende Pflanze. Und dann kann es durchaus sein, je nachdem was das für ein Käfer ist, dass dem einfach der Sprit ausgeht, also sprich er verhungert beim Fliegen, bis er die passende Wirtspflanze gefunden hat. Viele Käferarten, beispielsweise jetzt eben Käfer, kann ja auch ein anderer Schädling sein, ein Pilz von mir aus. Aber viele Käfer haben nur relativ wenig Sprit für wenige hundert Meter. Und wenn die dann im Baumstreifen wirklich gegen die Bäume knallen und blöd hin und her fliegen, ist es durchaus vorstellbar, dass ganz viele Käfer es gar nicht auf die andere Seite schaffen. Die wissen auch nicht wirklich, wo sie hinfliegen, im Regelfall. Das ist also ein Beispiel für langsame Schädlingsausbreitung. Dann haben wir noch die Reduktion von Düngemitteln durch die zum Beispiel Robinie, das habe ich schon erwähnt. Wertholz ist möglich, wenn man jetzt beispielsweise Nussstreifen anlegt, dann würde das dazu führen, dass Nussbaum, mal abgesehen von Walnussproduktion, also nehmen wir mal wirklich Walnuss, das ist durchaus möglich. Ja? Walnuss ist anspruchsvoll, was den Boden angeht, braucht gute Standorte, aber die haben wir auf Ackerland immer. Ja? Also
Also Walnuss kannst du auf fast jedem Ackerland anpflanzen. Und dann hast du, wie gesagt, einerseits Walnussproduktion. Ob du das verwertest, ist eine andere Frage. Aber nehmen wir mal an, damit verdienst du dir auch noch ein kleines Zubrot. Ist halt nicht maschinell erntbar, muss man halt, soweit ich weiß, muss man das mehr oder weniger wirklich von Hand aufsammeln, immer noch, die Walnüsse. Zumindest in so einem System wüsste ich nicht, wie das maschinell gehen kann. Falls das zufällig jemand weiß, bitte in die Kommentare damit, da wäre ich sehr dankbar. Ja, aber das Holz ist extrem wertvoll, wenn die Bäume dann mal schön groß geworden sind. Man kann die ja auch wunderbar pflegen, wie sie da in Reihe und Glied rumstehen und gucken, dass man vielleicht noch die Äste abschneidet, dass sie auch genügend Schatten von ihrer eigenen Krone haben, dass das dann also wirklich ein ordentliches Wertholz gibt letzten Endes und man hat also anteilig Walholz. Walnussholzplantage und ja, das bezahlt dann definitiv den Traktor, wisst ihr, wenn die Bäume groß geworden sind. Definitiv den großen. Ja. Keine Ahnung, was so ein Traktor kostet, aber wir reden ja auch von großen Feldern, also müsste das, glaube ich, schon einigermaßen aufgehen. Ja, alternativ, das haben wir ja schon mehrfach gesagt, Energieholz. Energieholz hat halt die ganzen ökologischen Effekte, hat ein Stück weit düngende Effekte, hat Schutzeffekte, hat zig tolle positive Effekte, aber hat den geringsten Wert des Holzstreifens. Hühner kannst du trotzdem reintreiben und so weiter. Ne? Weil, ja, da kommt nicht so viel bei rum, dafür aber schon nach 20 bis 30 Jahren und eben nicht erst nach 60. Bei Walnuss zum Beispiel wären wir bei frühestens 60 Jahre Erntezeitpunkt, wenn das ein vernünftiges Wertholz werden soll. Also das geht selbstverständlich auch. Und wenn das Energieholz nicht verkauft werden soll, könnte zum Beispiel mit einem Blockheizkraftwerk, kleines für den ganzen Hof, der hohe Energiekosten hat, wenn er zum Beispiel noch einen Kuhstall hat oder ähnliches, könnte man damit auch einen Großteil der eigenen Energiekosten decken und hätte halt keinen Transport. Weg der Energie und wäre relativ energieautark, auch wenn zum Beispiel mal eine Stromleitung umkippt auf dem Weg zum Hof, wenn die besonders groß sind. Das sind Überlegungen. Muss man nicht so machen? Kann man. Ist wie gesagt sehr individuell. Ja, und man kann das Energieholz theoretisch auch verwenden, um einfach per Hackschnitzel irgendwo Hackschnitzel hinzustreuen, die dann per Humus in den Boden langsam eingetragen werden. Unkrautwachstum zum Beispiel reduzieren auf dem Wege kann ein Thema sein. Oder man macht dann besagte Pflanzenkohle draus. Besagte Pflanzenkohle, weil sie in aller Munde ist, um eben damit auch wieder den Kohlenstoffgehalt des Bodens zu erhöhen, was auch auf landwirtschaftlichen Böden durchaus ein Thema wäre, worüber man nachdenken kann. Steht dann natürlich in Konkurrenz mit anderer Nutzung des Holzes. Das ist immer das große Problem bei Pflanzenkohle, ganz schnell mal vorneweg noch kurz erzählt. Die vielen Ansprüche an vorhandene Biomasse machen es schwierig, da jetzt die eine richtige Lösung zur Nutzung dieser vorhandenen Biomasse zu finden. Ne? Also zum Beispiel Holzhackschnitzel, die kannst du direkt verheizen, Pflanzenkohle draus machen, im Garten ausstreuen, speichern für, wenn irgendwann mal Dunkelflaute ist, etc. pp. Oder noch mal kleiner machen und eine Dämmstoffmatte draus herstellen, etc. pp. Es gibt da also zig Anwendungsmöglichkeiten. Jeder will die haben, gefühlt. Und da ist die Pflanzenkohleherstellung eben nur eine von vielen. Ich muss kurz mein Jäckchen zumachen. Im Schatten hier ist es dann doch ein bisschen kühl. Ich dachte zuerst, ich bin viel zu warm angezogen, aber war doch richtig, dass ich das Jäckchen mitgenommen habe. Also, das war jetzt alles Positives. Ich möchte jetzt nochmal erwähnen, das große Aber, die Produktivität sinkt halt auch um ca. 20%, manchmal vielleicht sogar 30%, wenn man eben noch den Schattenwurf, je nachdem wie die Reihen ausgerichtet sind, noch mit hinzurechnet, dann kann es also bis zu 30% weniger Produktion in einem hervorragenden Jahr geben. Aber eben bis zu kein Verlust in einem schlechten Jahr. Und das gleicht sich, je nachdem, wie viele schlechte Jahre kommen, eben irgendwann aus. So, dafür werden also schlechte Jahre gepuffert, steht hier. Und übersteigt eben die Zahl der schlechten Jahre die der guten, dann lohnt sich Agroforst. Und wenn nicht, dann hast du immer noch Biodiversität, CO2-Speicherung, Produktdiversifikation, besseren Wasserhaushalt, bei zum Beispiel Starkregen, besseres Mikroklima, das sind diese Luftverwirbelungen beispielsweise, höhere Luftfeuchtigkeit im Übrigen auch zwischen den Reihen, ganz wichtig, habe ich ganz vergessen zu sagen, definitiv immer auch höhere Luftfeuchtigkeit, langsamere Ausbreitung von Schädlingen, hast du auch in guten Jahren diesen positiven Effekt. Also wenn einem das nicht 20% seiner Erträge wert ist, weiß ich nicht, Digga. Entschuldigung, manchmal geht es mit mir durch. Ja,
Und je nach Baumarten lässt sich eben auch eine gute Rendite aus den Baumarten erzielen, halt eben mit der Zeit. Wenn man das pro Jahr umrechnet, dann sind die Verluste pro Jahr auch deutlich geringer. Dann haben wir vielleicht noch 10% Renditeverlust. Selbst in einem guten Jahr, wenn wir beispielsweise Nussbäume dahin gepflanzt haben. Weil wenn die mal reif sind, dann aber holla, holla die Waldfee. Ja, die habe ich mal getroffen, die Holla. Irgendwo da hinten. Nein. Und ergänzende Pros, die ich noch vergessen habe, mehr Vögel, weil vor allen Dingen mehr Insekten, und mit mehr Insekten kommen mehr Insektenfresser, und Insektenfresser sind quasi fast alle Vögel, mindestens für die Jungenaufzucht. Ja, selbst ansonsten vegetarisch, fast vegetarisch lebende Vögel brauchen für die Jungenaufzucht dann doch den einen oder anderen Käfer, Spinnentier oder ähnliches, weil die jungen Vögel brauchen halt enorme Eiweißmengen, und das kriegst du nur mit Körnern schwer zusammen. Und ja, deswegen, je höher die Insektenmenge aufwirft, ansonsten sich pflanzlich ernährende Vögel, desto größer der Bruterfolg. Außerdem haben wir im Baumstreifen logischerweise Platz für Nester, zumindest für die baumbrütenden Exemplare. Wir haben, je nachdem wie wir den Baumstreifen anlegen, auch Möglichkeiten, noch Nistkästen anzubringen. Wir haben vielleicht sogar ein paar Bäume, die wir langfristig stehen lassen, die irgendwann natürliche Baumhöhlen ausbilden, wäre auch vorstellbar. Möglichkeiten über Möglichkeiten, Vielfalt über Vielfalt. Vielfalt ist was Gutes, ja, ist was ganz, ganz, ganz Hervorragendes. Und außerdem sind die Baumstreifen noch Korridore für wandernde Tiere, die zum Beispiel aus dem Süden vom riesigen Agrargebiet kommen und in den Norden vom riesigen Agrargebiet wollen, weil im Süden gibt es einen tollen, natürlich naturbelassenen Wald und im Norden auch, und dazwischen ist halt nur so ein Baumstreifen, aber da rennt die Wildkatze erheblich lieber durch als zum Beispiel über einen offenen Acker. Ja, oder auch schlicht und ergreifend ein Reh oder ein Luchs. Oder sucht euch irgendein Tier aus, fast jedes Tier bevorzugt für Wanderung eine gewisse Deckung. Der Wolf würde auch so klarkommen, aber über dessen Ausbreitung müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Die kriegt er schon von alleine hin. Oh, außerdem ist eine Mykorrhizierung, ach, schweres Wort, Mykorrhizapilze im Boden sind möglich. Ja, und die sorgen dann nochmal für eine effizientere Nährstoffaufnahme durch sämtliche Pflanzen. Viele unserer Ackergräser hätten eigentlich auch gerne, also sprich unsere, ne, ältere Form von Weizen, irgendwelche alten Agrarsorten, alte Getreidesorten, die sind häufig auch noch, oder zumindest profitieren sie sehr davon, auf einen Fußpilz angewiesen, also einen Pilzpartner an der Wurzel, der die Wasser- und Nährelementaufnahme erheblich verbessert. Und ja, ich hoffe, das klingt alles ganz hervorragend, weil das ist es auch. Agroforstsysteme haben, wie gesagt, die darf man nicht überall hinmachen. Manchmal ist einfach der Lichtverlust oder der Wasserverlust durch diese zusätzlichen großen Pflanzen zu groß. Das muss man vorher checken, ob das hier geht. Wenn es aber geht, dann ist ein Agroforstsystem ökologisch nachhaltig immer besser, auch nicht, wenn nicht unbedingt zur Gewinnmaximierung, jedenfalls nicht in guten Jahren, in schlechten schon, ne, aber wirklich für die langfristige Entwicklung unseres Planeten und von uns immer eine gute Idee, wenn es geht. Ja? Also eine hervorragende Zukunftstechnologie, und das sind ja nur simple Beispiele, die ich jetzt gebracht habe. Es gibt auch noch hochkomplexe Agroforstsysteme mit unterschiedlich alten Bäumen, die in unterschiedlichen Stadien nachgepflanzt werden etc. pp. Da habe ich mich jetzt gar nicht so sehr eingelesen, weil diese großflächigen Sachen, wo du trotzdem noch Trecker fahren kannst, ja, das ist nämlich der Knackpunkt. Die Landwirtschaft erfolgt immer noch mechanisiert, hochmechanisiert, durch Technik, nicht durch den Mensch mit der Sense. Und das ist im großen Stil möglich, und das wird sich im großen Stil umsetzen lassen, und das ist mit Sicherheit einer der Zukunftsfaktoren der Landwirtschaft. Da bin ich wirklich voll und ganz davon überzeugt. Und führt auch ein bisschen mehr dazu, über regenerative Landwirtschaft, sprich ohne Pflug, nachzudenken, um eben die Böden so zu lassen, eine natürliche Bodenentwicklung mit Regenwurm und allem zuzulassen, um eben auch eine höhere Kohlenstoffspeicherung im Boden zu erlangen. Und wenn jeder Boden mal ein paar Gramm Kohlenstoff pro Quadratmeter wenigstens nur speichert, und das aber für alle Agrarböden in zum Beispiel ganz Europa gilt, weil Agroforst funktioniert nicht nur in Deutschland, es geht genauso gut auch in Frankreich, Polen, Schweden, wo auch immer, sucht euch was aus, Dänemark, die Schweiz, halt nicht allzu viel Fläche, aber geht, klar, überhaupt kein Problem. Und tolle Sache, wirklich ganz, ganz tolle Sache, bin ich voller großer Fan von, sehr davon überzeugt,
bis auf die bisschen Kosten, wie gesagt, die sich absolut amortisieren, wenn man die ganze positive Wirkung in gewissermaßen in Geld umsetzt, dann kann man damit nur gewinnen, nochmal wo es geht, und das ist eine ganz tolle Sache. Bedanke mich, bis zum nächsten Mal, keine Ahnung, hab noch keinen Plan, was es dann gibt. Macht's gut, tschüss.